Ich möchte Ihnen unser gemeinsames SIM-Kooperationsprojekt vorstellen. Das Projekt selbst heißt AdaptWolf und den Teil, den wir uns heute anschauen, ist die KI-gestützte Parametrierung eines Ventils zur Fettdosierung. Schauen wir uns mal, bevor wir überhaupt irgendwie mit KI beginnen, müssen wir mal den Ist-Stand analysieren. Der derzeitige oder der Stand bei Projekt Start war, es gibt immer eine Materialförderpumpe. Diese fördert Fett aus einem Gebinde, geht dann auf einen Materialverteiler. Anschließend gibt es mehrere Materialdruckregler und je nachdem Sprüh- oder Pulsventile. Alle diese Ventile sind für sich eine Insellösung, das heißt, die Ventile können nicht untereinander kommunizieren. Das ist im Grunde klassischer Maschinenbau. Für veraltete Systemtechnik ist dieses Projekt eine Möglichkeit, mehr in Richtung Industrie 4.0 zu gehen. Was ist jetzt genau die Vision? Nun, zum einen soll ein Datenserver entstehen, in denen Quality-Daten gespeichert werden. Die Insellösungen von Ventile und Druckreglern sollen zu sogenannten Kommunikationsverbunden oder Bundles zusammengefasst werden. Dabei wird für die Ventile eigene Platinen erzeugt, auf denen unter anderem ein Webserver läuft, indem man die Möglichkeit hat, eine HMI aufzurufen und diese zu parametrisieren. Es soll eine aktive Druckregelung durchgeführt werden, deshalb wird auch der Druckregler verbessert. Und jetzt kommt der eigentliche Teil KI, das ist dieser kleine gelbe Bereich da, die Adaption. Wie Sie sehen, die KI ist hier nicht das Hauptding, sondern sie ist eine Komponente innerhalb eines Verbundsystems. Über die Adaption wollen wir über Druckverläufe, Temperaturverläufe vorhersagen, wie sich die Schmierfettmasse verhalten wird oder die Schmierfettform verhalten wird und daraus gehend die Regelung und Steuerung anpassen. Natürlich brauchen wir dazu auch interne Aktoren und Sensoren, damit wir überhaupt etwas anpassen können. Wie ist jetzt der Weg zur KI in diesem Projekt? Nun, als allererstes mal, wir benötigen einen Prüfstand, damit wir überhaupt mal Messdaten aufnehmen können. Was wollen wir überhaupt untersuchen? Puls- und Sprühvorgänge. Was wollen wir messen? Wir wollen die Auftragsmasse messen, den Druckverlauf wollen wir messen und die Form. Wir wollen über den Prozess Wissen generieren und am Ende ein Vorhersagemodell erstellen. Da soll uns die KI helfen, Zusammenhänge zu erkennen. Aus dem Ganzen leitet sich jetzt eine Problemstellung und eine Zielsetzung ab. Da die Massen, die wir detektiert haben, ziemlich klein sind, haben wir das Problem, dass vor allem in den kleinen Bereichen der Massen die Schwankung der Waage, die wir verwenden, nur noch sehr schwer vom eigentlichen Masse zu unterscheiden ist. Um dem entgegenzuwirken, platzieren wir 15 Messpunkte auf einen Prüfkörper und machen den Mittelwert, um daraus die Masse zu bilden. Haben wir jetzt den Mittelwert, aber wir haben nicht nur die Schwankung der einzelnen Fettparameter. Um dem entgegenzuwirken, haben wir einen KI-Algorithmus entwickelt, der uns zwei Sachen erlaubt. Zum einen können wir den Massebereich vorhersagen mit Erwartungswert zu gewählten Einstellparametern und zum anderen können wir die möglichen Einstellparameter, um in einen Massebereich zu gelangen, vorhersagen. Welche Algorithmen haben wir nun verwendet, um Vorhersagen zu treffen? Der Gesamtalgorithmus selbst ist eine Kombination aus zwei Algorithmen, nämlich einer Self-Organizing Map und eines K-Means-Clustering-Algorithmus. Die SOM verwenden wir zur Diskretisierung des Eingangszustandsraums bzw. zur Erzeugung von Feature-Heatmaps. Und den K-Means-Clustering-Algorithmus, den verwenden wir, um die Heatmaps zu clustern und Massencluster zu erzeugen. Was sind Features, die wir aufnehmen? Wichtige Features sind die Ventilöffnungszeit, Ventilrastereinstellung, das ist quasi die Spaltbreite, dann Druckreglereinstellung, die Temperatur vom Heizelement, der Minimaldruck, der Startdruck und natürlich das Wichtigste, die gemessene Masse. Beginnen wir jetzt genauer damit, uns anzuschauen, was für einen Teil die SOM in diesem ganzen Konstrukt macht. Die SOM wird ohne Zielwerte trainiert, sie dient der Dimensionsreduktion und visualisiert die Eingangsebenen. Wir können jetzt bei der SOM für jedes Feature, das wir trainiert haben, so eine Heatmap erzeugen lassen und zum Beispiel die Heatmap der Masse weiterverwenden, um sie später zu clustern. Wie funktioniert der K-Means-Clustering-Algorithmus? Dieser unterteilt Daten in Cluster. Die Anzahl der Daten, der Cluster ist definierbar, was für uns ein großer Vorteil ist. Und wir können ohne Zielwerte trainieren. Wie lautet nun der Trainingsprozess? Nun, wie üblich, zu Beginn beginnen wir mit der Feature-Aufbereitung und auch der Feature- oder der Datenakquise. Wenn die Feature dann aufbereitet wurden, die Feature erzeugt wurden, wird die SOM trainiert. Dabei wird beim Training Hyperparameter angepasst. Wenn die SOM fertig trainiert wurde, wird die Heatmap der Masse verwendet, um in den K-Means-Clustering-Algorithmus überführt.
und er käme ins Clustering-Algorithmus und er teilt dann die Masse in einzelne Cluster. Um das Ergebnis nochmal zusammenzufassen, wir sind in der Lage, die Fettmasse vorherzusagen über die gewählten Einstellparameter. Also wir kriegen den Massencluster, den Durchschnitt und die Schwankungsbreite. Und wir können umgekehrt hergehen und sagen, wenn wir in einen Massencluster reinkommen wollen, welche möglichen Einstellparameter gibt es, um da reinzukommen?